Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, 9. November um 9.30 Uhr. Wir fangen wieder an, den Markt zu beobachten und hatten ja bereits am Freitag den Euro gegenüber dem US-Dollar im Fokus, gerade vor den Non-Farm-Payrolls, eben hier in einer sehr, sehr interessanten Situation. Von daher direkt mal kurz auf den Tageschart. Zugegebenermaßen, es gab die Möglichkeit eines Abpralls, je nach Aufnahme der Daten. Nunmehr sind die Spekulationen wieder verdichtet, dass es im Dezember eine Zinsanhebung geben könnte. Ob es tatsächlich passiert, wie gesagt, hatten wir uns Freitag schon zugeäußert und in welcher Höhe überhaupt, darüber darf weiter gemutmaßt werden. Letztlich haben sich aufgrund der Daten eben hier die Erwartungen ganz klar wieder in einen Bias gedreht, der hier den Euro nach unten drückt gegenüber den US-Dollar. Und wir sehen hier die Freitagskerze. Interessant eben am Freitag hier dieses Unterstützungslevel 1082 plus minus 10, 15 Pips. Genau dieses Level wurde hier durchbrochen und dieser gestrichelte Pfeil darf nunmehr als Szenario gelten, welches hier nunmehr jetzt eben an Fahrt gewinnen dürfte. Wir haben hier den bearischen Step nach unten vollzogen mit dem Freitagstief und es kann direkt weiter nach unten durchgehen. Wir haben jetzt hier das Mehrjahrestief bei 1046,2 im Visier hier vom März. Aber grundsätzlich natürlich aufgrund des starken Ausverkaufs könnte es jetzt hier ein Pullback geben und dieses ehemalige Unterstützungslevel 1082 ist jetzt hier vielmehr als klarer Widerstand anzusehen und Erholungen in diese Richtung scheinen daher verkaufenswert. Wir gehen mal auf das Symbol, machen das entsprechend mal weg und aktivieren hier diesen Pfeil, der praktisch ein mögliches Pullback-Szenario darstellt und aus dieser, wie gesagt, einzelne Unterstützung ist jetzt hier ganz klar ein Widerstand geworden und dieses Level darf nunmehr hier durchaus als Short-Level dienen. Auf der Oberseite, wie gesagt, ein Befreiungsschlag wäre erst wieder über 1,1155 zu sehen. Das, wie gesagt, in weiter Ferne. Das Bearish Engulfing hier von damals hat sich hier mehr als durchgesetzt, hier schon weit über den Erwartungen in Sachen Abwärtsbewegung. Aber alles kann, nichts muss. Jetzt muss man erstmal sehen, wie der Markt hier sich letztlich weiter verhält. Grundsätzlich aufgrund der starken Rückschläge kann eine Gegenbewegung nach oben nicht ausgeschlossen werden. Diese dürfte aber grundsätzlich nur temporärer Natur sein, um dann in der Folge letztlich weitere Verluste zu generieren. Wir schauen mal auf das große Bild vom Euro, das jetzt eben hier mit der Freitagsentscheidung und der Wochenkerze entsprechend auch einen klaren Impuls erfahren hat. Wir hatten hier in diesem Kreis mehr oder weniger eine Entscheidungszone. Hier hat sich eine Aufwärtstrendlinie, die Unterstützungsmarke 1,10, 1,082 auf der Südseite, hier oben 1,14, 1,1450, diese Horizontalebene ganz klar einen Entscheidungsbereich etabliert. Und ja, Sie sehen, es gab hier schon im Oktober einen starken Rückfall. Die Vorwoche, die Vorvorwoche eher unentschlossen, dann den starken Ausverkauf in der Vorwoche und jetzt sind wir eben hier unter dieses Level gelaufen und es sieht eben so aus, als wäre jetzt hier eben das Niveau von 10462, 10045 roundabout auf jeden Fall das nächste Ziel. Die 10735 war eine Marke, die wir mal von längerer Zeit hier benannt hatten, aber das mal das grundsätzliche Ziellevel, obgleich hier, und da können wir uns am großen Bild orientieren, sehr schön zu sehen ist, dass wir hier innerhalb dieses großen Abwärtstrendkanals, und es gab hier an diesen Kanalenden bei der unteren Trendkanallinie immer wieder Einstiegsmöglichkeiten long, hier oben short und natürlich rein vom Verlauf her hätte Euro US-Dollar natürlich auch Richtung 1,18, 1,20 laufen können, wenn nicht sogar hier oben den oberen Trendkanallinienbereich touchieren können, doch das ist wie gesagt aufgrund der derzeitigen Verhältnisse in weit, weit, weiter Ferne gerückt und es sieht eben so aus, als würden wir neue Mehrjahrestiefs machen und im Zuge dessen auch die Parität mehr oder weniger tatsächlich ansteuern. Euro also hier ganz klar unter Wasser, das dürfte sich auch hier entsprechend weiter fortsetzen und da ändert auch natürlich die vorhandene Saisonalität recht wenig. Wir haben hier die Situation, dass rein von der Saisonalität bullische Tage vor uns stehen, aber aufgrund der technischen Situation sind die bullischen Setups hier ganz klar nach hinten zu legen, eher Short Setups zu suchen. Das heißt, jede Erholung, die der Euro gegenüber dem US-Dollar bietet, könnte hier verkauft werden. Was noch interessant ist, aufgrund der starken Reaktion vom Freitag und eben der jüngsten Abwärtsimpulse, ich verwies neulich schon auf die ADX, auf die Trendstärke, die man hier sozusagen in den Fokus legen kann. Und Sie sehen immer einen gewissen Hochpunkten, das sind speziell Werte über 60 oder hier, gab es temporäre Gegenbewegungen. Ja,
Temporäre Gegenbewegung. Und wir sind jetzt auch wieder auf einem Niveau von über 60. Jetzt muss man mal sehen, wie die nächsten ein, zwei Tage laufen. Neue Tiefs dürften hier das Trendmomentum weiter ansteigen lassen, entgegen eben jetzt, wenn eine Erholung kommt, das sogar schon wieder abfällt. Grundsätzlich aber, es bleibt dabei, der BIAS Euro US-Dollar hier ganz klar weiter bärisch und insofern jede Erholung zum Shorten nutzen. Gold sieht nicht weniger gut aus. Gold auch ganz klar ganz stark abgestraft am vergangenen Freitag. Gold wollen wir uns am morgigen Tag anschauen, es sei denn, es findet sich ein interessantes FTSE oder ein interessantes Range-Setup, was ich Ihnen vorstelle. Ansonsten haben wir dann morgen auf jeden Fall den Goldpreis nochmal im Fokus, den wir hier auf oder unter Big-Picture-Gesichtspunkten uns näher anschauen, um sozusagen mal zu eruieren, was da eigentlich los ist. Doch man darf wenig überraschend feststellen, dass wenn Euro-US-Dollar im Taumel ist, also eine US-Dollar stärker am Horizont zu sehen ist, dass dann auch hier der Goldpreis wenig entgegensetzen darf und entsprechend hier dann das große Bild auch beim Goldpreis noch weiter nach unten gerichtet ist. Das schauen wir uns allerdings morgen an, heute erstmal zum Euro-US-Dollar, kurz noch in den Intraday-Bereich, um das Bild dann abzuschließen. Wir sehen, wie gesagt, hier eine mehr oder weniger Stabilisierungsversuche nach dem Sell-off am Freitag. Heute hier statistisch ein Tag mit leicht bärischem Bias. Das überrascht nicht aufgrund der übergeordneten Abwärtstendenz. Hier rein von der Range-Tendenz kann man hier mal ableiten, dass hier noch knappe 50 Pips zu erwarten sind. Ich werde mal den MetaTrader-Chart reinholen. Da haben wir auch hier die aktuelle Rainbow-Struktur, die eben auch hier schon seit längerem klar negativ ist. Wir sehen, wir versuchen uns hier am Pivot-Point, gerade wenn es rübergeht, eine Erholung bis 1081, 1082 würde der Average True Range entsprechen, also der maximalen Tagesspanne von heute. Da hätten wir hier knapp 90 Pips abgearbeitet. Und ja, wenn wir dieses Niveau erreichen, dann haben wir eben auch hier, das hatten wir vorhin am Tageschart gesehen, ein markantes, signifikantes Widerstandslevel. Und das dürfte es dann auch schon gewesen sein in Sachen Erholung. Aber grundsätzlich der Erholungsbias hier in der Asia-Session mit dem Aufwärtslauf vom Freitag nach dem Ausverkauf hier leicht nach oben gerichtet, aber das hat hier alles, wie gesagt, sehr, sehr bärischen Charakter. Insofern sollte es hier beispielsweise Intraday unter das heutige Tagestief bislang hier außerhalb der Asia-Range gehen, 10753, dann wäre hier sicherlich ein Rutsch in Richtung Vorwochentief, Vortagestief zu begrüßen. Das, wie gesagt, mal hier optional aus dem Intraday-Bereich. Der Tag selbst aufgrund des übergeordneten Biases auch ganz klar bärisch. Insofern mal abwarten, wie weit die Erholung hier überhaupt reicht. Insofern sage ich erstmal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Start in die Woche. Kommen Sie gut rein, gute Trades alle Zeit. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich dann am morgigen Tag 9:30 Uhr wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.